Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu Forza Horizon 2. So, wir haben Veranstaltung neu ausgewählt, oder beziehungsweise eher eine neue Veranstaltung ausgewählt, und haben hier die ganzen Rennveranstaltungen jetzt, die wir abfahren. Und ich fange jetzt hier mal hier oben an. Und dann arbeiten wir uns Stück für Stück zu den anderen Veranstaltungen weiter vor. Ich habe, bevor ich jetzt hier die Twitch-Aufnahme, sage ich schon, die Aufnahme für YouTube gestartet habe, habe ich meine Twitch-Liste aufgeräumt. Denn ich hatte ja auch ganz, ganz viele Streamer dabei, die jetzt schon seit, weiß nicht, etlichen Jahren nicht mehr gestreamt haben. Ich weiß gar nicht, wann ich denen alles gefolgt bin. Also, da waren schon einige dabei, die, weiß ich nicht, schon seit 3, 4 Jahren gar nicht mehr streamen. Und ich habe jetzt einfach mal wirklich aufgeräumt und habe reingeguckt, welche Streamer ich denn aktuell auch noch gucke und welche nicht. Und welche denn auch nicht mehr so aktuell ja gestreamt haben in letzter Zeit. Weil da gab es schon einige dabei, die halt gar nicht mehr gestreamt haben, seit Jahren schon nicht mehr. Und den brauche ich ja dann nicht mehr zu folgen, weil die wahrscheinlich ja nicht mehr streamen werden. So, und sollten die doch nochmal streamen, was ich zwar nicht glaube, und die sollten mir mal wieder vorgeschlagen werden, dann werde ich natürlich auch wieder folgen, wenn da der Content stimmt. Aber ich glaube nicht, dass die wieder streamen werden. Also wenn man schon seit, weiß nicht, 3, 4 Jahren nicht mehr streamt, es ist nicht auszuschließen, dass die Leute wieder zurückkommen, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, deswegen, also ich habe jetzt hier gerade fleißig meine Twitch-Liste aufgeräumt. Und ich werde ja auch in Zukunft einfach ein bisschen drauf aufpassen, dass es mir so voll wird. Also wirklich auch nur noch folgen, wenn der Content mir gefällt. Oder wenn man sich den halt da auch gut versteht und so. Aber ja, ich werde einfach auch versuchen, die Übersicht zu behalten. Weil man verliert irgendwann auch. Ja, das ist halt das Problem. Man abonniert oder bis man folgt dann ein, weil derjenige dann vielleicht in dem Moment gerade das Spiel sagt, was man sehen möchte. Und ja, dann kriegen die anderen Content und dann stellen die ihr Content komplett um und dann ist es aber ein Content, den man vielleicht gar nicht mehr so schaut. Ja, und wenn man dann mit dem Streamer auch nicht viel zu tun hat, dann weiß man ja auch nicht, wie er menschlich ist. Ja, und dann erfolgt man halt irgendwann, ne? Viele Streamer, die ich jetzt hier noch drin habe, da schaue ich vielleicht auch nicht oft den Content, aber den folge ich, weil ich den menschlich ganz gut finde. Und weil ich sie vielleicht auch kenne, weil man schon mal bei ihnen zusammen gesagt hat oder so. Aber das ist doch relativ selten, ne? Dass ich da jemand entfolge, weil Content mir nicht mehr gefällt. Das ist relativ selten. Aber ja, das ist einfach. Was bringt denen auch einen toten Follower, wenn ich dann praktisch nicht mehr reinschaue? Das bringt ihnen ja auch nichts, deswegen. Und ich passe da halt auch, dass ich da halt auch ein bisschen besser den Überblick jetzt in Zukunft behalte. Man lässt sich halt immer schnell verleiten, ne? Man lässt sich einfach ein bisschen schnell verleiten. Man möchte gerne supporten, aber man supportet denjenigen nicht, wenn man dann halt einfach gar nicht reinschaltet. Deswegen, ja. So habe ich jetzt eine kleine Anzahl an Zuhörern, die ich da auch irgendwie so schaue. Dann ist es halt nicht immer so vollgeknallt, was die Zuhörer betreffend. Weil wenn ich online kam, hatte ich immer eine lange Liste online. Da konnte man sich manchmal teilweise auch nicht entscheiden, wen man jetzt zuguckt. Jetzt ist es halt ein bisschen verkleidet am Tag. Man geht online, man hat vielleicht weil sie 5, 6 Streamer online, die man schaut. Und ja, deswegen ist es vielleicht gar nicht mehr so schlimm. So. Wir sind jetzt hier gerade auch in der Veranstaltung. Ich habe aber jetzt immer noch nicht mitgekriegt, ob wir wieder ein Finale freischalten. Ich denke mal, das war ja glaube ich so, dass wir immer alle 3 Rennen, ne? Also immer 3 Veranstaltungen fahren und dann abgezogen wird, glaube ich. Ich weiß es jetzt aber nicht. Müssen wir mal schauen. Weil ich weiß jetzt wirklich auch nicht, ab welchem Punkt wir nachher nur noch die Veranstaltung fahren. Weil ich weiß, es gab einen Punkt hier, wo
wo wir keine Knallen mehr fahren. Weil wir jetzt schon zwei Festival-Finalen gefahren haben, also Part 1 und Part 2, weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt wirklich nur noch die Veranstaltungen gefahren werden. Gucken wir mal. So, zack. Das ist jetzt auch mittlerweile schon Folge 30 oder so, ne? Kam mir gar nicht so viel vor, dass wir schon so viele Folgen haben von Folge 30. Und wohlgemerkt, wir sind noch längst nicht mit den Veranstaltungen durch. Also das, da kommt ja noch einiges. Und dann kommen ja auch noch die DLCs. Also Storm Island zum Beispiel. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Ich muss mal gucken, ich glaube, ich hatte die Porsche, das Porsche DLC auch. Ich bin mir aber nicht sicher. Weil das gehört eigentlich nicht dazu. Weiß ich nicht, ob wir da direkt noch eine Karte haben oder so. Müsste man mal schauen. Storm Island, da fahren wir, oder da sind wir dann in einem neuen Gebiet. Boah, ich habe hier schon, weiß ich nicht, meinen zweiten Hund. Okay, wir müssen mal gucken. Ich glaube, das war jetzt das weitere, ne, was wir gemacht haben. Stopp. Aufstieg erreicht.
So, jetzt haben wir nur noch ein Rennen der Veranstaltung. Und dann sind wir hier auch schon wieder fertig. Alles klar, konzentrier dich. Du machst das toll. Du musst nur noch das nächste gewinnen. Dann gehört die Meisterschaft dir. Thank you.
das war heftig. Gut gemacht. So, dann haben wir auch die Veranstaltung fertig. Okay, wir sind fertig in Nizza, Massena. Kommt zum Treffpunkt, wenn ihr weitermachen wollt. Dann starten wir die nächste Etappe unserer Autotour. So, wie weit müssen wir fahren? Sind wir ja relativ schnell da. In 400 Metern nach rechts abbiegen. Nicht weit von hier steht einer von Horizons Topfahrern. Seine Position ist auf dem GPS markiert, ja, Junge, wenn Sie ihn zu einem Duell herausfordern möchten. Rechts abbiegen. In 200 Metern nach links abbiegen. Jungs, Mädels, hört doch mal auf, bitte. Lass doch mal auf, abbiegen. So, zack. Oh, die Tür fortsetzen. So, jetzt fahren wir nach St. Martin. Unser Champion hat eine Ansage gemacht. Wir fahren nach St. Martin. Da haben wir gerade aktuell keine Veranstaltung offen. Also das heißt, wir können hier eine neue anfangen. Was machen wir denn? Machen wir die. So, gucken wir mal, wo wir da das schnellste Auto haben. Hör mal was, ne? So, gut. Alles klar, Leute, dann. Das war wirklich was Besonderes. Das Publikum ist beim letzten Rennen richtig durchgedreht. Also, die nächste Etappe unserer Autotour führt. Gut, bevor der weiter quatscht, ich würde sagen, wir beenden die Folge an der Stelle. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir in St. Martin angekommen sind. Und ja, ich bedanke mich fürs Reinschalten, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein und tschüss.